Hallo, meine Freundin Luke und ich bin der Rajan und hier kommt nun wieder Naruto Ultimate Ninja Storm. So, hier kommen wir nun zu dem Kampf mit der Aburame Clan. Oh, mit Shino zu kämpfen, das ist doch ein Spaß. Ich hasse Insekten. Ich mag's nicht. Zusammenfassung: Sasuke hat Gaara und seine Gruppe eingeholt. Oh nein, Kankuro hält uns auf. Er will, dass Gaara entkommt. Sasuke und Kankuro funken einander böse an. Hä? Shino Aburame? Er wird mit Kankuro kämpfen, damit Sasuke Gaara verfolgen kann. Beide sind ziemlich unheimlich. Wie wird dieser Kampf wohl verlaufen? Wer wirklich talentiert ist, gibt nicht an. Der Aburame-Clan aus Konoha. Okidoki. So, gewinne den Kampf. Ist ja wohl easy going hier. Los geht's. Alter, da gibt er mir. Ja, die Kämpfe werden mit jedem Kampf leicht schwieriger, aber die Betonung liegt auf leicht. Noch ist das alles easy going hier. Da haben wir ihn schon eine Menge abgezogen. Los, steh auf. Bei Naruto Storm hasse ich diese Puppenspieler. Ich weiß, ich hasse die. Komm her, ich will dich packen, bleib stehen. Verdammt. Nein, ich hätte dich beinahe gepackt und dann kommt deine blöde Puppe wieder. Deswegen hast du dich, ja, jetzt habe ich dich aber gepackt, verpiss dich. Go, komm her. War nicht so ein feiges Hühnchen. Oh, friss meine Insekten, du Penner. So, für das ultimative Jutsu hat es leider nur eine sehr kurze Range. Nervt total, ihn damit zu treffen. Ich will ihn aber unbedingt treffen. Jetzt halt still. Und wenn du schon still hältst, dann wehr auch nicht ab. Gott damit! Jetzt war deine Puppe schon wieder im Weg. Komm her. Und schon. Oh nein, Alter, jetzt holt er noch hier seinen Hypermodus raus hier. Ja, und fang den Schaden mit deiner Puppe ab, ey. Ich glaube, es hackt. So. Ja, dann auch noch das Kunst des Tausches hier. Oh, ich habe dich fast. Komm schon. Jetzt aber. Ja, endlich. So, Attacke. Was für ein jämmerlicher Käfer du auch bist. Ich unterschätze dich nicht. Parasiten. Pupa. Gewinne den Kampf. So, das hätten wir. Puh, du hast verloren, weil du mich unterschätzt hast. Da steht hat. Da fehlt irgendwie ein S dazwischen. Gut, das hätten wir. Jetzt müssen wir wieder die ganzen Chefrollen einsammeln. Wahrscheinlich haben wir irgendwo einen Zutatenbeutel oder das Schatztor oder sonst irgendwie was, das wir auch natürlich holen werden. Und nach den Ladezeiten, die hoffentlich bald zu Ende sind, vielen Dank, werden wir gleich herausfinden, wo die sind. Da, ein Charakterfreigespiel, Kankuro. Geheime Schriften und Schatztruhe. Diese, oh, die geheime Schatztruhe ist oben links. Easy going. Machen wir doch. So. Die Schriftrollen, die auf dem Weg sind, einsammeln. Jetzt zurücklaufen und ein bisschen mit dem Seil tanzen. Na, go. Los, schwing dich. Jawollo, so wollen wir es doch sehen.
Und natürlich ein paar Objekte zwischendurch zerstören. Immer gut. Und da hinten, da sehen wir schon die Schatztruhe. Schön offen auf dem Feld. So mögen wir das doch. So, ist die Frage, sammle ich die anderen ein? Nein, ich mache lieber den Kampf nochmal. Spar mir schön Zeit. So, lande mindestens 3 Extra-Treffer gegen einen Feind am Boden und besiege den Gegner mit einem ultimativen Jutsu. Alles kein Problem. Das ist auf jeden Fall machbar. So, die Zusammenfassung kennen wir ja. Los, Attacke. Und los geht's. So, Fall auf den Boden, Alter. Auf die Knie. Und ein extra Schlag. Und den zweiten treffen wir nicht. Dann los, komm her. Gleich die ganze Chance nochmal. Und zack. Zweiter extra Treffer. Und da treffen wir den schon wieder nicht. Aber das macht nichts. So, gleich nochmal. Und da haben wir es. Lande mindestens 3 extra Treffer gegen einen Feind am Boden. Ach, bei Fuß. Ninjutsu. Und dann leuchten wir blau. Ja, wir haben eines unserer Hilfsmittel aktiviert. Und es wird Zeit für deinen Untergang. Aber nein, das ultimative Jutsu von Shino ist leider mit einer kurzen Rage gesegnet. Und das finde ich kacke. Ach, goddammit. Da, wir haben es hingekriegt. So, es ist Zeit für dein Ende. Man sollte immer ein Ass im Ärmel haben. Diesen Sturm von Insekten, dem will ich nie in meinem Leben begegnen, Alter. Ich glaube, das wäre mein persönlicher schlimmster Albtraum. Ich hasse Insekten. Oh. Und abgeschlossen. Halleluja. Gut. Dann wird es Zeit, wieder die Geheimschriftrollen noch zu sammeln. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Bis dann. Ciao.